Liebes Publikum, ich freue mich sehr, Sie als Intendantin des Alten Musiktheaters und der Essener Philharmoniker ab der Spielzeit 2022/23 zu begrüßen. Das neue Programm, noch geplant von meinem Vorgänger Hein Mulders, hält viele Überraschungen und Highlights in der Oper und im Konzert für Sie bereit. Es wird die letzte Spielzeit unseres Generalmusikdirektors Tomáš Netupil sein, mit einem tschechischen Märchen mit Werken von Josef Suk, Leos Janáček und Antonín Dvořák wird er sich verabschieden. Zuvor aber wird er die neue Oper von Gordon Kampe, Dogville, nach dem gleichnamigen Film von Lars von Trier, zur Uraufführung bringen. Gordon Kampe, einer der profiliertesten Komponisten seiner Generation, ist sehr eng mit der Stadt Essen verbunden. Darüber berichtet er im weiteren Verlauf dieses Films gleich selbst noch. Wie Kunst und Kultur in der Gesellschaft verankert sind, wie sie aussehen können oder sollen, das verhandelt jede Generation neu. Und wir möchten Sie mit dem Projekt Alto Startup dazu einladen, diese Fragen aktiv mit uns anzugehen, sei es auf der Bühne, hinter der Bühne oder im diskursiven Austausch. Entscheiden Sie mit, wie Ihr Musiktheater des 21. Jahrhunderts aussehen könnte. Egal ob auf der Bühne oder im Zuschauerraum, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine spannende, bereichernde und auch eine bewegende Spielzeit 2022/23. Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter oder der Scharfblick des Tannhäuser. So ungefähr könnte der Untertitel der Essener Tannhäuser-Inszenierung lauten. Wagners Titelheld bricht mit beiden Welten, der dionysischen und der apollynischen, indem er die Wahrheit über sie ausspricht. Knechtschaft in der Liebe der Venus, Knechtschaft aber auch in der Ordnung der Wartburg. Der Bruch mit beiden Welten im Singen dieser Wahrheit ist ein Akt der Befreiung. Schlussfolgernd ist Tannhäuser nicht nur ein Individuum, das nach Freiheit strebt, sondern er symbolisiert vielmehr ein übergeordnetes Prinzip, ja fast eine Art Bewegung, die durch ihr Handeln gesellschaftliche Defizite aufzeigt. Tannhäusers Anzweifeln bringt Fragen nach Gesellschaftsstrukturen ans Tageslicht, offenbart fehlerhafte Handlungsmuster darin und entlarvt veraltete Rollenbilder. Weitergesponnen prangert er sogar auch seinen Schöpfer, den Komponisten selbst an. Wie werden einerseits die Figuren und andererseits auch die urmenschlichen Grundbedürfnisse innerhalb der Oper von Richard Wagner dargestellt? Und was davon ist heute noch relevant für uns? Wollen wir heute noch erleben, dass Elisabeth für einen Tannhäuser stirbt? Dass Tannhäuser beim Papst um Vergebung betteln muss, weil er sich der körperlichen Liebe hingegeben hat? Eine Venus als übelbringende Figur? Mythen, Rituale, Legenden und insbesondere Bilder prägten Richard Wagners Schaffen zu seiner Zeit. Und das trifft auch noch heute auf uns zu. Infolgedessen lese ich die Künstlerfigur Tannhäuser als eine Art Zeitreisender, der durch die unterschiedlichen Epochen der bildenden Kunst reist, beginnend bei der Venus von Milo über Raphaels Die Schule von Athen bis hin in die Gegenwart hinein. Während dieser theatralen Zeitreise stellt er konventionelle Gesellschaftsstrukturen auf den Kopf, entstaubt altmodische Rollenbilder und hinterfragt Erzähl- und Darstellungsweisen vergangener Legenden und Mythen. Schon seit Gedenken strebt der Mensch nach vorne. Sein Antlitz ist aber immer der Vergangenheit zugewandt. Mit dieser Haltung, mit diesem Denken möchte Tannhäuser jetzt aufräumen. Donizettis Meisterwerk der italienischen Belcanto-Oper, seine Sicht auf die sagenumwobene Papsttochter der italienischen Renaissance, Lucrezia Borgia. Das ist ein theatrales Feuerwerk, nicht nur auf der musikalischen Ebene, sondern auch was die theatralen Effekte angeht. Man kann sich kaum vorstellen, was alles in 1,5 Stunden Opernliteratur möglich ist. Es wird geliebt, es wird gehasst, es wird vergiftet, intrigiert, gerettet, nochmal vergiftet. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Sie ab November im Alto Musiktheater begrüßen dürften, um mit Ihnen auf diese Reise zu gehen, um Lucrezia Borgia besser kennenzulernen. Ich freue mich extrem auf die Arbeit und die Zeit in Essen und sende die besten Grüße bis dahin. Simon Boccanegra ist ein Seefahrer, der das Meer liebt. Als Korsar hat er die Stadt Genua von den Piraten befreit. Und als er ganz am Anfang der Oper gefragt wird, möchtest du Doge werden, überlegt er nicht lange und sagt ganz spontan, ich? Nein.
Die restliche Oper handelt dann davon, wie er Doge geworden ist und wie er als einer der ersten eine neue Gesellschaftsform verhandelt. Die Herrschaft des Adels wird abgelöst durch eine Demokratie. Und genauso wie die verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte in Genua, also der Adel, die Händler, die Seeleute, die Handwerker, versuchen, das Machtgefüge zu ihren Gunsten zu verschieben, genauso kann sich unser Bühnenbild ständig verändern. Also der Grundriss des Raumes kann sich jederzeit verschieben. Und so entstehen große, übersichtliche, öffentliche Räume oder enge Flure. Es entstehen geheime Kammern oder so fiese Ecken, hinter denen man belauscht wird oder Schlimmeres. Ein wesentliches Merkmal unseres Bühnenbildes ist dann aber doch die Abwesenheit des Meeres. Erstens, weil Giuseppe Verdi es schon fantastisch in seiner Musik beschrieben hat und dem muss man, glaube ich, Raum lassen. Aber vor allem, weil diese Sehnsucht nach dem Meer, diese Sehnsucht nach Freiheit, die Sehnsucht nach einem Pazifismus und auch die Sehnsucht nach der Ruhe vor diesem ewigen politischen und gesellschaftlichen Gezerre, diese Sehnsucht wirkt, glaube ich, stärker, wenn man das Meer nicht sieht, wenn man das Meer vermisst. Phil ist ein faszinierendes Stück, das die ganze Zeit eigentlich unerbittlich und immer wieder und tiefer in den Abgrund führt. Ich versuche mit der Musik herauszufinden, was ich mit Musik sagen kann, was der Text vielleicht nicht sagt. Das für, gegen, manchmal sogar miteinander Figuren auszuloten, vielleicht wie ein Seismograph Dinge herauszufinden mit Musik, die eben der Text nicht sagt. Faszinierend für mich ist, und ein großer Wunsch von mir war es, so einmal so eine große Frauenrolle wie die für Grace zu erfinden. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Also ich versuche alles durch die Augen von Grace zu erzählen gewissermaßen. Und ich werde Ihnen jetzt nichts vorsingen, aber vielleicht merken Sie sich einmal diese beiden Akkorde hier. S-Moll und H-Moll, das immer so ineinander fließt. Vielleicht sind das Grace und Tom, das sind zwei Akkorde, die ganz wichtig sind in dem Stück. Und das wird vielleicht an den Ohren nagen und sich ins Gehirn der Hörerinnen und Hörer fräsen. Zwei Dinge sind für mich ganz wichtig bei dieser Produktion, ganz besonders. Das erste, dass ich das Produktionsteam schon vor dem Stück kennenlernen durfte und auch gemeinsam mit ihnen am Libretto und am Konzept arbeiten konnte. Es ist wunderbar, die Zusammenarbeit mit David Herrmann, mit Jo Schramm und natürlich unserem Dramaturgen Christian Schröder. Das zweite Wichtige für mich ist natürlich, ich habe fast 20 Jahre lang in Essen gewohnt, hier gleich um die Ecke in Holsterhausen, habe an Volkwang erst studiert und dann auch lange gearbeitet. Und ich kenne wahrscheinlich fast jeden fünften Platz im Parkett auswendig beim Namen. Und dass ich jetzt da für das große Haus ein Stück schreiben darf wie dieses, ist natürlich eine große Freude, eine große Herausforderung. Und ich freue mich da riesig drauf und hoffe, dass Sie dabei sind im nächsten Frühjahr. Bis dann. Hallo, mein Name ist David Herrmann. Ich mache die Regie bei Dogville, der neuen Oper von Gordon Campe, nach dem Film von Lars von Trier. Ein filmisches Meisterwerk, auch wegen seines Drehbuchs, wegen der Geschichte einer Frau, die in einem Dorf Zuflucht sucht, dort erstmal aufgenommen wird, arbeiten muss. Als sie jedoch steckbrieflich gesucht wird, ändert sich das Verhalten der Dorfbewohner sehr. Die Moral erodiert, es eskaliert und die Frau geht durch eine Hölle. Und am Ende gibt es einen ziemlich überraschenden Showdown. Ein extremes Stück also, eine extreme psychische Entwicklung, die durchaus Musik braucht, die von Musik unterfüttert werden kann, in bedrückenden Zweierszenen, aber auch in großen Ensembleszenen, die eine Riesensteigerung machen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie Gordon Campe diese Seelenlandschaft vertonen wird. Ich freue mich, dass Thomas Nettopil die musikalische Leitung übernimmt und wir arbeiten an einer szenischen Umsetzung, die anders als der Film, aber auch extrem die Hauptdarstellerin in den Mittelpunkt nehmen wird, eine Bühnensituation schafft, die einer großen Steigerung gleicht, einer Unausweichbarkeit. Und ich hoffe, dass diese Produktion dann in voller Emotionalität ihre ganze Wucht entfalten kann als neue Oper nach Lars von Trier.
Hello, everybody. Greetings from Amsterdam. We are thrilled to be finally able to greet the audiences of the Alto Musiktheater Essen in open coming season with a new production of Mozart's brilliant tragic comedy, Le Nozze di Figaro. We, of course, all know the brilliant music of Mozart, whether it are the heartbreaking arias of the Contessa, the erotic, sensual songs of Cherubino, the sheer brilliant madness exploding in the big ensembles, or the raging jealousy of Figaro and the Count. And, of course, snappy comic scenes. As far as we are concerned, Mozart is the most human of all composers when it comes to portraying human beings and human nature. Le Nozze di Figaro for us is not just an opera buffa, but much more a drama giocoso, the perfect mix of tragedy and comedy. We are telling a story of love, hate, jealousy, lust, sex, revenge, and broken hearts, the tragedy called life. And this eternal conflict within ourselves is what fascinates us and what also drives the characters, this discrepancy of human nature. For on the one side, there is our longing for love and stability, one partner, one marriage, the hope and wish for eternal love, a house, a dog, a child. And on the other side, there is that eternal inner voice that cries out for freedom, lust, passion, and tells us monogamy is unnatural. Let's live on the wild side. Therefore, it is no coincidence that the opera starts and largely plays in the house, a man-made domesticated prison, where the characters can't escape each other or themselves. But for the final act, we are suddenly outside in the garden where all human passions and emotions explode. Nature has cut up on us and our inner nature is unleashed